herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung hier im TSW 4. Eine Mod, die ich zwar schon einmal vor etwas längerem gezeigt habe, die jetzt aber erneut erschienen ist, nämlich diesmal mit Kompatibilität für TSW 4. Es geht nämlich um das Baureihe 101 Enhancement Pack, das unter anderem nicht nur jede Menge Repaints beinhaltet, sondern auch die Soundanpassungen, dass wir jetzt neue Sounds haben für die Baureihe 101. Ich würde sagen, wir gucken uns zuerst mal die ganzen Repaints an und danach fahren wir auch die 101 ein bisschen und hören uns mal an, wie sie sich anhört. Wir beginnen hier mit der 101-111-3 mit der Bahn-Bonus-Variante. Übrigens kann man alle Varianten mit dem Free-Roam-Modus kann man sich einfach spawnen. Sorry, muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Hier, sie fahren ohne Bahnbonus, aber warum? Die neue Bahnbonus, das neue Bahnbonus, Punkte, Prämien, Statusvorteile. Sieht hervorragend aus. Kann man nicht meckern. Dann haben wir hier meine Lieblingslackierung, die Intercity-Lackierung der 101. Hier 013-1 mit dem roten Streifen und die ein oder anderen Formen der Abnutzung sind hier auch zu sehen. Hier auch übrigens mit dem Abtrans-Logo. Das fehlt ja Vanilla. Oh, es ist laut hier. Es ist laut. Auf der anderen Seite sieht es natürlich gleich aus. Dann haben wir hier die Documenta-Version in Art Exhibition in Kassel. Grüße gehen raus an meinen guten Freund, den Train Gamer aus Kassel. Hier noch mit QR-Code. Ich frage mich, was passiert, wenn man den QR-Code scannt. Ehrlicherweise. Also, wer auch immer jetzt gerade hier dabei ist, pausiert man an dieser Stelle einmal das Video und scannt mal den QR-Code, denn ihr werdet tatsächlich irgendwo hingeleitet, der Code funktioniert. Und zwar ich würde sagen, ich spoilere das Ganze nicht, macht das einfach mal selbst. Dann haben wir hier die Starlight Express Variante, wirklich eine der schönsten Varianten überhaupt. Das Starlight Express Theater in Bochum aus dem Ruhrgebiet. Da geht es auch um Züge, mehr oder weniger, oder um sowas ähnliches wie Züge. 101-001-6. Dann haben wir hier die 100 Jahre Bauhaus-Variante, und zwar mit visitdessau.de. Mit dem Bauhaus-Stil, sehr toll. Auch hier oben, visitdessau. Dann haben wir hier wirklich auch eine hervorragende Lackierung, die 101-054-5 mit dieser Europa Lackierung mit dem blauen Streifen, mit Bahn für Europa, Sport von Europa, Rail pour Europe. Sehr, sehr, sehr schön. Und hier einmal die DB Inform Variante. Als mir meine Arbeitskollegen gesagt haben, ich hätte keine Bulette, sondern einen Grünkernbratling gegessen, habe ich gedacht, ich spinne. Schmeckte voll lecker. Was auch immer, Bundesministerium für Gesundheit. Einsteigen und in Form kommen. Hervorragend. Und dann haben wir hier wirklich auch eine ganz, ganz tolle Variante, die Ice Age Lok. Tolle Filme übrigens, Ice Age. Ja, Kino Highlights 2002, definitiv, wer sich dran erinnern kann. Sehr, sehr schön. Hier, der wird, glaube ich, unter anderem gesprochen von Otto Walkes, ne? Dann haben wir hier die Polizeiberatung.de. Schützen Sie sich vor Kriminalität, Ihre Polizei. Wir wollen, dass Sie sicher leben. Und als last but not least, Back on Track, Mobilitätspartner des Green Tech Festivals in Berlin, im Tempelhofer Flughafen. Und damit haben wir uns mal alle Varianten hier angeguckt. Ich würde sagen, wir fahren aber auch noch gleichzeitig mal den Zug. Deshalb muss ich einmal ganz kurz hier die 101er mal wegspawnen. Denn ich würde auch gerne ein paar Intercity-Wagen hinten dran hängen. Dazu, hier seht ihr übrigens, wenn wir jetzt einen neuen Zug erzeugen, sind die ganzen Varianten hier zu sehen. Und dann erzeugen wir uns mal hier einen ganz normalen Standard-Intercity, mal mit 7 Wagen. So. Kuppeln einmal die Wagen ab. Na? Da. Der darf wieder gehen. Dann kuppeln wir dort einmal an und dann fahren wir mal los.
ein paar Minuten. Hier übrigens eine Sache, die ich auch sehr toll finde, der Kaffeebecher, der dort spawnt. Also Türsound war auf jeden Fall schon mal neu. Der Lüftersound im Stand war auf jeden Fall auch neu. Dann Fahrtrichtungswender, Rückwärtsstellung. PZB machen wir gleich erst an. Störung, Störung. Ja. Einmal den aufgesperrt. Oh, herrlich. Hört ihr das? Hört ihr das? Das ist so toll. Sounds hören wir uns gleich in Ruhe an. Erstmal schauen wir, dass wir ankuppeln. Fast geschafft. Noch ein kleines Stückchen. Mal ankuppeln. Jetzt müssen wir einmal in die Kartenansicht gehen und setzen uns eine Route. Sind übrigens hier auf Koblenz-Mainz und wir fahren mal, ja, ich setze mal einfach mal hierhin eine Markierung, dass wir da auch fahren können. Signal sehe ich hier gerade gar nicht für unser Gleis, aber im HUD steht, dass wir fahren dürfen. Dann würde ich sagen, Fahrtrichtungswendern Vorwärtsstellung. AFB machen wir natürlich auch an. AFB. Sehen, der Prüflauf läuft. Und schalten die AFB mal. Ja. Drücken wir die einfach mal durch. So. Dann einmal noch hier hinten. Spitzensignale eingestellt. Wir werden natürlich die 101 mal demnächst wieder komplett ausfahren. Auf voller Länge. Aber jetzt hören wir uns einfach mal nun die Mod an und hört mal rein. Hätte vielleicht die PZB noch vorher anmachen sollen. Ja, kann ich fahren? Na? Hallo? Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Achso, es liegt vermutlich an der AFB. Okay. So. Jawohl, den Fahrschalter einmal auf 0 und jetzt müsste es klappen. Ja, gut. Mein Fehler. Wir hören uns das Ganze jetzt mal in Ruhe an. Oh, ist das schön. Wow. Einfach nur wow. Auch da sind die Sounds neu. Leute, ist das gut. Ist das herrlich. So, ausfahren dürfen wir mit 70. Und wir werden jetzt einmal so weit fahren, dass wir mal so ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Hier mal die Fenstersounds. Toll. Signal steht auf Fahrt oder signalisiert, vorsignalisiert uns Fahrt.
Oh, wir sind zu schnell. Wir dürfen gar nicht so schnell hier fahren. Ja, ist jetzt auch egal, also ganz ehrlich. Das soll ja jetzt keine komplette Fahrt werden. Es geht ja nur darum, dass wir die Soundmod uns mal zusammen hier anhören. Ja, okay, das über die Weiche hier, ne? Also, wie gesagt, das ist nur eine Vorstellung der Soundmod. Und dass wir gleich dürfen wir auch 140 fahren hinter Koblenz, dass wir da auf jeden Fall auch mal den höheren Geschwindigkeitsbereich uns anhören können. Ja, auch das einmal bitte weggucken. Das war nicht so schön. Einmal von außen die Sounds. Auch da hört man natürlich neue Sounds. Das ist wirklich, wirklich herrlich. Okay, und dann dürfen wir jetzt gleich 140 fahren. Einmal den Fahrschalter auf 0 gesetzt. AFB auf die 140. Und jetzt schalten wir mal Leistung auf und jetzt hören wir uns mal den höheren Geschwindigkeitsbereich an. Wie sich das Ganze bis 200 km/h verhält von den Sounds, da würde ich sagen, das spoilere ich jetzt nicht weiter groß. Das müsst ihr euch dann schon selbst anhören. Oder das hören wir uns dann ja, zusammen im Video an. Übrigens, ich habe es glaube ich gar nicht erwähnt, der Link ist selbstverständlich in der Videobeschreibung, der Link zur Mod. Das ist selbstredend. Und das Ganze, bevor jemand auf Deutsch oder auf Französisch fragt, nein, das ist nicht für die Konsole, nicht für die PlayStation, nicht für die Xbox, sondern nur für den PC. Leute, das klingt so dermaßen herrlich, das ist unfassbar. Ein Riesendank geht an meinen guten Freund, den Foley, raus, der zusammen mit Muff und dem Fubian gearbeitet hat hier an der Mod, dass sie auch wieder erhältlich ist für den TSW4. Da haben noch ein paar mehr Leute mitgearbeitet. Mein guter Freund, der Raphael zum Beispiel, der hat an den Sounds mitgearbeitet. Und das ist wirklich fantastisch. Ich würde noch gerne auf die 160 hoch. Wir dürfen zwar nicht 160 fahren, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Einfach, weil ich die Sounds noch hören möchte bis 160. Auch hier bei dieser abendlichen Stimmung auf der linken Rheinstrecke. Ich glaube, das müssen wir demnächst mal machen, genau in dieser Beleuchtung. Genau in dieser abendlichen Stimmung hier mal unterwegs zu sein auf der Strecke. Das haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. Vielleicht machen wir das auch mit der 101. Aber ja, das wäre es dann an dieser Stelle davon, von der Mod-Vorstellung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.